Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Summer Car. Letzte Folge hatten wir den Motor zusammengeschraubt. Ich habe dann die Aufnahme kurz gestoppt, wieder frisch gestartet und dachte mir so, ha, komm, bereits dich ein bisschen vor, gehst mal schlafen, isst was, ne? War ein Griff ins Klo, ich bin zwar schlafen gegangen, aber bin dann direkt geweckt worden und wache mitten in der Nacht auf und kann nicht mehr weiter pennen, was jetzt halb so wild ist. Aber ich konnte auch nichts mehr, ich konnte nicht mehr ins Bett, weil du kannst nur ins Bett, wenn du müde bist. Hey. Und im Haus absolute Finsternis. Das hätte ich eigentlich fast aufnehmen sollen, weil das war eine Geschichte für sich. Ja, jetzt habe ich irgendwie gesagt, hey, da muss es doch Lichtschalter geben. Und siehe da, es gibt Lichtschalter. Das ist richtig cool. So, aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt weiter mit unserem Motor. Ich habe schon ein bisschen reingeschaut in meine App. Und als nächstes geht es weiter mit. Mit was geht's weiter? Hier mit unserer Rocket Shaft. So, die kommt jetzt irgendwie da drauf. Entschuldigung, das waren die Bierflaschen. Da. Komm schon. Oder kommt das unten dran? Das war jetzt nämlich jetzt. Ups. Hochintelligent von mir. Das müsste wahrscheinlich hier drauf kommen. Also jeder, der von euch mit Autos zu tun hat, wird sich jetzt wahrscheinlich dumm und dämlich lachen oder den Kopf schütteln nur. Aber gut. So. So, 5x8 mm. Moment. So. 8 mm müsste der da sein. Ja, jetzt haben wir das nämlich auch im Griff mit der Schraubengröße. Mit 5 geht's los. 5 ist der kleinste oben. Ja, das ist nach 2 Bier nicht so leicht, die Schraube anzuziehen. Da wackelt sich hier ein zurecht, das ist nämlich schön. So, okay, dann geht's weiter mit dem Camshaft. Das ist der hier. Halt, ablegen. So, wo kommt der Kollege drauf? Andere Seite wahrscheinlich. Der durchgeschoben, wo bist du jetzt gelandet, Freund? Moment, ich muss das. So, und dieser Camshaft, der wird. Muss ich mal schauen. 2x5 mm. Okay. 5 mm. Gut, jetzt mal schauen, wo das ist. Muss doch hier irgendwo reingeschoben worden sein. Linke Seite vom Motor. Also Moment, jetzt müssen wir den Motor nochmal drehen. So. So muss ich ihn schnappen. Schlüssel. Keine Ahnung, wo die drin sitzt. Linke Seite vom Motor, das war die linke Seite. Gut, das kommt natürlich immer auf den Betrachter an, ne? Da ist doch was. Jetzt haben wir es doch.
Das verrostete Teil. Oh. Okay. Jetzt müssen wir nur schauen, wenn ich den jetzt noch mal drehe. Das sind keine Schrauben. Okay. So, was kommt als nächstes? Der Camshaft Gear, das ist das Teil hier. Jetzt müsste er hier dran kommen, genau. Das ist auch eine Schraube, 10 mm. Sensor. Gut, sieht's aus. So. Aber ich merke schon wieder. Ich merke schon wieder, ich brauche ein Bier. So. Super. Die Flaschen, die rollen doch irgendwo. Na egal. Gut, also das hätten wir jetzt. Jetzt haben wir den Kollegen hier. So einen Riemen dahin packen. Sehr schön. Die Abdeckung. Die Abdeckung hat 6 x 6 mm Schrauben, also halt. Okay. Mal ein bisschen runter. Jetzt sieht man, wie schön ich schwanken kann. Ah, langsam nimmt der Gestalt an unserem Motor. Mal schauen, ob der auch läuft. Ich habe echt meine Zweifel, dass wenn ich das Ding das erste Mal starte, dass der nicht anläuft. Ich dann dastehe und dumm aus der Wäsche schaue. Weil dann habe ich wirklich gar keinen Plan, was ich tun soll. Aber wir hoffen das Beste, dass die Anleitung gut genug ist für uns, dass wir das auch zusammenkriegen. Das auch auf Anhieb läuft. Mal schauen, wie weit wir das Let's Play jetzt hier noch fortführen. Als Kern, das geht ja wirklich extrem weiter. Man kann ja das Auto tunen und Rennen fahren und was der Geier, was ich alles gelesen habe. So, was haben wir jetzt? Jetzt brauchen wir die Wasserpumpe. Moment, da ist sie. Nein, das ist sie nicht. Die Wasserpumpe, wo habe ich die Wasserpumpe? Die habe ich hier hingelegt, ne? Ich habe mir die Geräte schon mal so ein bisschen angeschaut. Kommt die jetzt auf diese Seite? Ja, die kommt auf diese Seite, genau. So, Wasserpumpe 5 x 7 mm. 5, 6, 7, na. So. Gut, 5 Schrauben. Dann, ja, langsam nimmt er Form an. Dauert noch, hat noch viele Teile. So. Okay. Dann, was kommt als nächstes? Das müsste aufstehen, mein Freund. So hat. Genau. Unser Rädchen von unserem Zahnriemen müsste das, glaube ich, sein, wenn ich es richtig weiß. So, und der hat 1 x 11, 6, 7, 8, 9, 10, 11, da sind wir. Gut. Was ist das jetzt? Okay. Aufstehen. Sehen wir mal den Motor mal. Okay, das fällt da so rein. Macht nichts. Das müsste das nächste sein.
Die Abdeckung von der Wasserpumpe. Ey, diese Fliegen, ja, das ist furchtbar. Sieben Millimeter Schrauben. Also wenn ihr jetzt hier in der Aufnahme ab und zu Kracher hört, das kommt von draußen, die legen jetzt schon los. Wir haben gerade mal 16:30 Uhr. Und schon krachen die da draußen, lassen sich schon knallen. So. Gut, das wäre das. So, was ist jetzt hier? Ach, so. Distributor. Wo kommt der hin? Der muss ja seitlich rankommen, ne? Ich hatte doch gerade gesehen. Auf der anderen Seite, aber gut. 6 mm. Gut. Wo ist dein Schräubchen? Okay, eine Schraube nur. Nee, doch. Auch nur einmal 6 mm, genau. Okay. Okay. Ah, ich merke schon wieder. Fehlt was. Den Kasten entziehe ich jetzt noch weg mit dem Bier hier. Mit dem Motor hier. Jawohl, mein Freund, lass raus. So, und unser Keilriemen, Zahnriemen, was auch immer. Den erst aufpacken. Nö. Ah, da muss doch irgendwie rankommen. Ist der falsche? Nein, da muss doch passen. Ah, es geht schon wieder los. So, pass auf, mal den Motor anders hinstellen. Vielleicht hat es damit zu tun. Irgendwie nicht glauben kann. Ich habe keine anderen Riemen da. Gibt keine Möglichkeit, ich kann den nicht anders aufnehmen. Also gut, der muss doch da reinpassen. Komm schon. Kann ja nur hier hinkommen. Kommt auf die andere Seite vom Motor, das kann nicht sein, oder? Wo sollte da hinkommen? Das ist jetzt blöd. Was kommt vorher? Habe ich das irgendwas vertauscht? Normalerweise. Normalerweise. Oder muss ich das? Moment, Moment, Moment. Kann auch sein, dass ich zuerst unseren Generator dahin packen muss.
Kommt er auf die andere Seite? Ne, der müsste herkommen. Da war grad. So, und jetzt? Jetzt kommt er ins. Ah, ein bisschen logisch denken, Mann. Mann, Mann, Mann. Ja gut, okay, jetzt haben wir das. Jetzt muss ich noch schauen. Moment, müssen zurückgehen. So, muss ich noch schauen, wie wir den festschrauben. Das ist einmal 7 mm. So, komm her. Einmal 7. Oh, diese Fliegen, die machen mich fertig, ne? Nein, nein. Einmal 7 mm, ist das hier? Nein. Da oben ist das, okay. Also einmal 7, einmal 10. So. Wo ist der Zehner? Gut. Und dann haben wir hier was Neues. Schraubenzieher brauchen wir auch noch mal. Wo kommt der dran zum Einsatz? Ah, da, okay. Schoptisch gesehen. So. Okay, das hätten wir. Prima. Gut, dann wären wir auch schon wieder beim Folgenende. So, noch kurz aufstehen. Durst haben wir keinen großen, aber jetzt schauen wir uns noch mal kurz unser Prunkstück an, was wir jetzt gemacht haben. Ja, es wird langsam. Es sind immer noch genug Teile dran, aber gut, schauen wir mal, wie es weitergeht. Also ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Na toll, guckt euch das an hier. Na super. Da kommt Freude auf. Was mache ich jetzt mit dem Auto? Ah, wie kommt sowas? Ja, es sind halt noch ein paar Bugs im Spiel drin, echt. Also, furchtbar. Also gut, ich habe keine Ahnung. Wir bauen auf jeden Fall mal den Motor zusammen und dann schauen wir mal weiter, ne? Also, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!